schönen guten Abend, meine Damen und Herren. Herzlich willkommen bei uns in der Anstalt. Schön, dass Sie sich wieder haben einliefern lassen. Jetzt, heute so pünktlich zum Frühjahrsbeginn, vom Eise befreit sind Ströme und Bäche, wie US-Banken von faulen Wertpapieren. Naja, gut, obwohl Frühling ist nie so ganz noch, oder? Ist eher so bisschen kalt, so frostig, wie die Stimmung in der Großen Koalition. Da geht's ab. Peer Steinbrück, unser Finanzverweser, guckt, als hätten ihn grad Schweizer Rot heute zum Skiurlaub eingeladen, und am Ende der Abfahrt lauert der Althaus als Empfangskomitee. Ne? Und unser smarter Amerika-Urlauber Gutenberg glotzt, als hätte er gerade erfahren, dass er seinen fürstlichen Fuhrpark auf Opel umstellen muss. Ne? Wobei, vielleicht ist es ja auch nur der optische Schulterschluss mit unserer Kanzlerin. Die hängenden Mundwinkel von Ceramis. Das ist Corporate Identity. Ne? Aber es ist auf der anderen, man muss auch mal sagen, es ist aber auch zu viel langsam, oder? Mit der Krise, man kommt ja nicht mehr was alles Enteignung und Verstaatlichung. Oh, da sieht Guido Westerwelle schon Hammer und Sichel aus dem Permafrost auftauchen. Der hat ja losgeholzt. Mit einer Teilverstaatlichung droht uns eine DDR-Leid. Der Sozialismus steht vor der Tür. Du Depp, habe ich mir gedacht, wenn der Sozialismus vor der Tür stehen wird, dann wird man das Vermögen der Banken verstaatlichen, nicht deren Schulden. Danke, danke, das war's, Herr Priol. Vielen herzlichen Dank, Schluss, aus, nein, vorbei. Das war's. Das war es. Was war? Ja, dann ist es Schluss für Sie. Ich habe doch mitgezählt, es waren genau 1,30. Also, Moment. Erstens waren das nie und nimmer 1,30 und zweitens habe ich sie nicht unterschlagen, die 1,30. Sie haben sie nicht unterschlagen, Sie haben sie vergeudet. Ja, ist bei mir aber noch lange kein Kündigungsgrund. Ja, mein Gott, Sie sind ja auch nicht 30 Jahre Kassiererin bei Kaisers gewesen. Ja. Und ich bin auch weder Gewerkschafter noch Betriebsrat, um Ihnen gleich mal den Aufstrich vom Brot zu nehmen, falls Sie verstehen, was ich meine. Ah, haben eine feine, raffinierte Anmerkung. Ja. Bemerken Sie etwas an der Reaktion unserer Besucher? Wieso denn? Da ist doch keine. Ja, eben. Eben. Das kriegen die Leute doch gar nicht mit. Das sind die Leute so mittlerweile gewohnt, in Milliardenbeträgen zu denken. Wer kümmert sich da noch um 1,30 Euro? Och, na ja, irgendein supermarkthöriges Arbeitsgericht wird sich schon finden. Ja, eben, genau. Und was sagt uns das? Ja, gut. Sagen Sie es schon. Ja, dass sich Arbeitsrichter und Arbeitsgerichte beim kleinen Mann auf der Straße, während die sich da an dieser Stelle bei den kleinen Leuten als willfährige Vollstrecker des Kapitals gerieren, wegen Beträgen, die jeder Beschreibung hohnspotten, da laufen großkalibrige Fiskalverbrecher wie Klaus Zumwinkel frei rum, dürfen 20 Millionen Pension kassieren und sind weiter frei und werden nicht eingebuchtet, kommen nicht verstaatlicht in den Knast, wo sie lernen können, wie ein geschlossener Immobilienfonds von innen aussieht. Das ist der Unterschied. Ja, toll. Das ist der Unterschied, oder? Super. Super, toll. Hätten Sie aber nicht nochmal sagen. Ganz groß. Ja, ganz toll. Ja, super. Das hätte Sie auch ein bisschen kürzer haben können. Die Kleinen hängt man, die Großen lässt man laufen. Das hätte ich auch sagen können, aber da hätte ich ja nicht den Applaus gekriegt. So, also. Sehen Sie. Schön, jetzt hätten wir die populistische Ecke abgehakt. Sonst noch was? Ja, haben Sie meinen Antrag unterschrieben? Was für ein Antrag? Jetzt fragen Sie, was für ein Antrag? Mein Antrag auf Teilnahme an der Verwaltungsratssitzung unserer Anstalt am Freitag. Was wollen Sie denn noch? Außer Totenehrung läuft da nichts mehr. Das Thema Chefredakteur Brände haben Sie doch von der Tagesordnung geschächtet. Ja, das war... Ich weiß das. Ich will aber trotzdem hin. Ich möchte gerne in der Verwaltungsratssitzung Roland Koch attackieren. Ich liebäugle mit einer körperlichen Attacke. Sie? Wie denn? Der Bodyguard lässt sie doch an der ausgestreckten Hand verhungern. Das weiß ich auch, damit rechne ich sogar. Und wissen Sie, was ich dann mache? Bei der ersten Berührung rufe ich ganz laut: Hilfe! Hilfe! Roland Koch vergreift sich an einen Behinderten! Und da kommt ein Redakteur aus Brenners Büro, filmt das mit dem Handy und dann haben wir ihn. Nein. Das sehen Sie, so machen wir das. Nein, nein. Natürlich! Nein! Das, warum denn nicht? Nein, haben wir nicht. Das wäre doch eine Methode. Das wäre sehr gut. Haben wir nicht. Warum denn nicht? Haben wir nicht? Der Koch kommt doch gar nicht zur Sitzung. Der ist auf einem Fortbildungsseminar in Mailand. Ach. Ja, lässt sich von Berlusconi gerade erklären, wie man einen Fernsehsender übernimmt. Apropos.
apropos übernehmen, können Sie vielleicht für mich jetzt mal ganz kurz da die Stellung halten, weil ich muss mich ja ums Begleitprogramm kümmern für den Verwaltungsrat. Außer Kasperltheater ist da ja nicht mehr viel. Und wer darf sich wieder drum kümmern? Oh ich. Gott, weil einer immer der Depp in dieser Anzahl bei den Tieren sein muss. Ja, dieses aufgesetzte Selbstmitleid immer. Ich kann es nicht mehr hören. Würden Sie sich jetzt auch mal drum kümmern? Nicht, da sind es keine 1,30, da waren es 3,50. Nicht, aber ich darf mich nur kurz kümmern. Ja, wo war es stehen geblieben? Ach so, genau, das wollte ich sagen. Handgreiflichkeiten, davon bin ich überzeugt, werden sich demnächst flächendeckend in ganz Deutschland, Europa, weltweit ausbreiten. In Amerika haben die Finanzmanager dieses einen Konzerns, die haben schon Dings gekriegt, Morddrohungen, ein Teil hat einen neuen Namen angenommen, haben die Schilder am Haus abgenommen. Nicht, da geht's voran, nicht? Bei uns, da ist die Stimmung noch besser als die Lage, sagt der Steinbrück, fragt man sich nur, wie lange noch. Wissen, was sie jetzt gemacht haben? Vorauseilend, sicherheitshalber, soll jetzt das neue Informationszugangsgesetz für freien Zugang zu Informationen, soll wieder eingeschränkt werden, und zwar nur im Bereich Bankenaufsicht und Rettungsfonds. Das ist ein Wunsch, ein Antrag von der bayerischen CSU-FDP-Regierung. In Berlin, da macht die FDP noch einen auf liberal und freien Informationszugang, aber ich denke, das legt sich, wenn sie dann da auch Ämter besetzen dürfen. Nicht. Und in Zwischenzeit macht uns da spielt uns der Westerwelle noch den nützlichen Idioten vor, lamentiert von einem bedrohten Banksystem, das in Wirklichkeit schon wieder putzmunter an der nächsten Krise bastelt. Nicht, also dieser Westerwelle, es soll eine Gazellen- oder Antilopenart geben, wenn die machen, wenn ihre Familie bedroht ist, machen die bizarre Boxsprünge, um den Gegner abzulenken. Gucken Sie mal, so sieht das aus. Da, hier. So, sowas. Sowas Ähnliches ist, glaube, dass sowas Ähnliches macht der Westerwelle. Nicht. Dabei ist unser Kapitalismus ja überhaupt nicht bedroht. Er ist die Bedrohung, verstehen Sie? Und wir machen eine Menge, um ihn am Leben zu erhalten, während seine Börsenspekulanten eifrig dabei sind, den Staatsbankrott von Irland, von Griechenland zu betreiben, Regierungen zu stürzen, nicht wahr? Jetzt haben Sie zum Beispiel ein neues Kreditkartensystem in Deutschland eingeführt. Da machen Sie Mordswerbung dafür, einen Haufen Banken und Sparkassen. Und zwar, da werden Sie mit Ratenzahlung in die Schuldenfalle gelockt. Und die Bank kassiert für Sie schlecht einsehbar 20% Zinsen. Es ist haargenau das Kreditkartensystem, das in den USA die Kreditkartenblase gefüllt hat, die nur darauf wartet, seit Monaten jeden Moment auch noch zu platzen. Das ist so, dürfen die alles, über alles weiter. Wir hatten doch früher so schöne Berufsverbote für Kommunisten. Nicht, könnten wir das nicht wieder für ein paar einschlägige Berufsgruppen in der Finanzbranche einführen? Es passiert einfach zu. Sehen Sie mal, gucken Sie mal, jetzt überall gibt's neuerdings in den Geschäften, in den Einkaufszentren gibt's diese Aufkleber, Ausverkauf wegen Geschäftsaufgabe. Warum gibt's solche Kleber nicht bei Banken? Es ist doch bedauerlich irgendwie. Ich habe schon überlegt, ob ich mal nachts selber welche draufklebe bei einer Bank. Und dann gehe ich am nächsten Morgen zur Schalteröffnung und frage nach Sonderangeboten. Es ist mir zu ruhig. Das ist das, was mich irritiert. Ich habe das Gefühl, die meisten Leute wollen überhaupt nicht wissen, was in Wirklichkeit an finsterem Desaster noch vor der Klimakatastrophe auf uns zukommt. Nicht? Und weil wir gerade nicht wahnsinnig, weil wir gerade dabei sind. Nicht? Ich habe noch einen Gedanken übrig. Und zwar, heute ist ja der 24. März, meine Damen und Herren. Ein historisches Datum. Am 24. März 1933, mitten in der Weltwirtschaftskrise, wurde im Reichstag zu Deutschland das Gesetz zur Beseitigung von Not und Elend des deutschen Volkes beschlossen. Wurde bekannt unter dem Namen Ermächtigungsgesetz. Und dem wurde zugestimmt vom gesamten bürgerlichen Lager im Reichstag, inklusive allen bürgerlichen Parteien. Die haben zugestimmt. Und wissen Sie, warum sie zugestimmt haben? Weil der Hitler ihnen versprochen hat, dass er die Funktion des Präsidenten Gruß August Hindenburg erhalten wird. Die SPD-Abgeordneten haben geschlossen dagegen gestimmt. Wir sind wehrlos, aber nicht ehrlos, hat Otto Welz gerufen. War sein letzter öffentlicher Satz. Die Kommunisten, die haben gar nicht mehr mitgestimmt. Die hatten vorher schon Besuch von der Gestapo. Das war unser deutscher Versuch damals, die Weltwirtschaftskrise in den Griff zu kriegen. Nicht der Roosevelt, der hat in Amerika den Staatskapitalismus ausgerufen und eingeführt und hat die Reichen geschöpft. Und bei uns hat das bürgerliche Großkapital und die Hochfinanz einen Schlägertrupp engagiert, damit die systemische Bedrohung in den Griff gekriegt wird. Nicht mit Raubmord und Erweiterung des Lebensraums. Und was sagt uns das Ganze? Ich kann es Ihnen sagen, dass unser stolzes, hochfahrendes bürgerliches Lager auch immer nicht so ganz genau weiß, wie man bei schwerer See die Kurse hochhält. Das wollte ich Ihnen mal sagen. Ja. So.
ein Wahnsinn, ist das ein Wahnsinn, ein Labyrinth. Ja, wo bin ich denn hier? Was ist denn das hier? Ist denn das für ein komisches Theater? Ist das ein Theater oder was? Vielleicht ist das gar kein Theater. Vielleicht ist das ein Theater im Theater. Ja, wird hier. Was machen Sie denn hier? Machen Sie denn hier da? Spielen Sie ein Stück? Spielen Sie hier ein Stück? Ja, von wem ist denn das Stück? Ist ein schönes Stück von vielleicht, ja, vom Shakespeare? Vielleicht vom Shakespeare? Oder von dem anderen? Irgendjemand. Und soll ich da mitspielen? Soll ich da mitspielen in diesem Stück? Soll ich hier mitspielen? Ist mir eine Rolle zugedacht? Ja, was soll ich spielen? Ja, was denn? Soll ich ein Hamlet spielen? Ein Hamlet? Oder 150 Gramm Aufschnitt? Ja, was denn? Ja, Entschuldigung, das sind doch Fragen! Das sind Fragen, oder? Das frage ich mich schon lang. Was? Was hat er gesagt? Was? Kampfhunde? Hab ich Kampfhunde gesagt? Ich hab doch nicht Kampfhunde gesagt. Ich stelle mich doch nicht hierher und rede über Kampfhunde. So was Blödes. Du sag mir nicht best, Kampfhunde. Wenn sich ein Rudel Kampfhunde, ja, mit einem Menschen beschäftigt, ja, da mische ich mich doch nicht ein. Ja, Wahnsinn. Was? Ja, klar. Magst du eine Blume schon? Ja. Nein, wenn ich einen Fluchtweg hätte. Weißt du, einen Fluchtweg? Dass ich 400 Meter, wenn ich weit weg bin. Ja, da habe ich kein Problem. Ja, dass ich schnell weglaufen kann. Dann würde ich auch einmal am Kampf und sagen, Pfui! Verstehst du? Aber das ist ja nicht mein Thema. Über das will ich gar nicht reden. Weil mich interessiert was anderes. Das ist interessant, was diese Frau gesagt hat. Sie hat es doch gesagt. Weißt du, es geht von der Frau aus. Sie hat das gesagt. Sie hat es zu Protokoll gegeben. Zu Protokoll! Sie hat behauptet, ihrer Meinung nach hätte er also da. Weil es handelt sich bei mir um einen Nichtschwimmer. Genau, Nichtschwimmer. Okay? Ein Nichtschwimmer. Warum er nicht mehr geschwommen ist, weiß ich nicht. Keine Ahnung. Er hat nicht mehr geschwommen und dann das Übliche. Und die Frau sagt dann, ihrer Meinung nach, hätte er, der Nichtschwimmer, insgesamt 10-mal Hilfe geschrien. Ja, das kann schon sein. Aber ich zähle da nicht mit. Okay? Ich stelle mich doch nicht ans Ufer hin, Mensch, und zähle und sage, aha, jetzt hat er schon 7-mal Hilfe geschrien. Schauen wir mal, ob er es 10-mal packt. Wer macht denn sowas? Verrückt, oder? Außerdem, ich weiß nicht, wie du denkst, dass ich meiner Ansicht nach, sagen wir mal, das ist ja auch, wenn er nicht schwimmt, er sauft. Also, es ist nicht in dem Sinn tragisch. Tragisch ist es nicht. Es ist konsequent. Aber tragisch ist was anderes. Ja, was ist denn tragisch? Ja, Entschuldigung, was ist tragisch? Was ist das? Wenn ein Schwimmer sauft, das ist tragisch. Wer soll denn sonst da saufen, wenn nicht der Nichtschwimmer? Soll der Schwimmer auch noch saufen? Hä? Okay, ja, was ist denn? Was tut mich interessieren? Mich interessieren Nichtschwimmer im Grunde nicht. Was soll so ein Nichtschwimmer? Der soll im Biergarten gehen. Der soll ein Ding, sag's mit der Geisterbahn fahren. Aber an einem Badesee hat er doch nichts verloren. Ich bin ein anderer Charakter. Weißt du, ich bin jemand, der möchte wissen. Ich möchte schon wissen, freilich wissen, die Konsequenzen meines Handelns oder Nichthandelns. Ich möchte wissen, wie geht's weiter. Ha? Wenn ich heute, sagen wir mal, ich beschließe, ich sage, jetzt werde ich einmal aktiv. Jetzt werde ich einmal aktiv. Hey, ich gehe jetzt spazieren. Ja, ich spaziere. Durch den englischen Garten. Spaziere, 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 spaziere. Und jetzt passiert's. Ich stolpere, mich haus auf Pfotzen, auf die Schnauze liege am Boden. Au! Ja, Entschuldigung, da muss ich doch wissen, wer dran schuld ist. Da muss ich doch wissen, wen ich dafür haftbar machen kann, oder? Da muss ich doch wissen, kann ich schon in Frührente gehen? Bin ich bereits invalide? Oder muss ich noch einmal hinfahren? Ja, wenn ich das nicht weiß, Entschuldigung, da brauche ich doch überhaupt nicht stolpern.
Und jetzt sage ich dir noch etwas. Die Schlimmsten, das muss der merken, die Schlimmsten, die Allerschlimmsten sind die Gemeinden, diese Kommunen. Die sind von einer Hinterfotzigkeit, ich könnte Namen nennen. Da gibt es Gemeinden. Die haben auf ihrem Gemeindeterritorium einen See. Na, der ist seit Jahrhunderten da, aber sie unternehmen nichts dagegen. Nichts. Die wissen genau, dass in dem See Wasser drin ist. Ja, die wissen auch, dass Wasser Lebewesen anzieht, magnetisiert. Da kommen tonnenweise kommen Mücken, Schnaken, Bremsen, Rostbremsen. Da kommen Amphibien. Da kommen Molche, Lurche, Frösche, Brotzen, Salamander. Und natürlich auch Nichtschwimmer. Ja. Aber sie unternehmen nichts. Hey. Kodansa. Was? Was? Ja, ein Schild, wird nicht ein Schild. Übernehme keine Haftung. Statt dass man sich vor dem Bürger, der seine Steuern zahlt, hinstellt und den See zuschüttet. Ja, und einen Parkplatz draus macht. Soweit ich weiß, ist noch niemals auf einem Parkplatz ein Nichtschwimmer ist offen. Aber, und dann, Entschuldigung, da muss ich noch was sagen, was haben denn wir für Richter? Was haben wir heute für Richter? Was haben wir für Richter? Die werden immer jünger. Kein Respekt mehr. Du, sei mir nicht böse, ich bin nicht mehr der Jüngste. Bin auch beäscht. Ja? Da sagt der Richter, was ein junger Kerl zu mir. Nein, du, Entschuldigung, ich habe den Koreakrieg erlebt. Damals in Altötting. Ja? Dann sagt der Kerl zu mir, man hätte ihn retten können. Sag ich, ja, Mann schon, euer Ehren, Mann schon, aber ich komme nicht auf mich. War doch nicht der Einzige, der zugeschaut hat, wie der ersauft. Da waren eine Menge Zuschauer. Da hat's Pommes frites gegeben. Nein? Ich kenne doch die Zuschauer nicht. Bis ich an jeden frage, wollen Sie den rausziehen? Aus dem Wasser oder trinken Sie noch einen Kaffee? Nein? So viel Zeit hat der Nichtschwimmer nicht. Und so war es ja auch. Gell? Sagt der Richter sagt zu mir, es ist ekelhaft zuzuschauen, wie jemand ersauft. Da sage ich, euer Ehren, seid mir nicht böse. Aber wie jemand ersauft, das interessiert mich null. Das habe ich in meinem Leben schon so oft gesehen. Ja, freilich, weil ich schaue immer zu, wie jemand ersauft. Aber ich sage, euer Ehren, man muss im Leben auch einmal wo wegschauen können. Geh hör auf, ich bin doch nicht von hinten voll Teufel. Ich bin doch kein Narr. Das weiß ich auch hier, da, in diesem Land. Gibt es viele Menschen, die eine Hilfe brauchen? Viele! Das ist eine Binsenwahrheit, Stimmt's? Aber die Leute, die wirklich eine Hilfe brauchen, die ist erstmal gern. Die schreien nicht um Hilfe. Die schreien nicht Hilfe. Im Gegenteil, die sind starr, still, ganz still. Warum? Weil sie sowieso wissen, dass ihnen keiner hilft. Ja, ganz ruhig. Was? Ganz ruhig. Wir gehen jetzt auf Station. Da können Sie sich auf die Seepferdchenprüfung vorbereiten. Das ist ganz ruhig. Das geht ganz ruhig. Mein Gott, das sieht hier aus. Das ist ja unglaublich. Da sieht's aus. Jetzt kriegen wir wahrscheinlich wieder Drohbriefe von militanten Tulpenschützern. Dabei haben wir nach der letzten Anschalt schon Zuschriften bekommen, mein Lieber. Oh, nach unseren leisen Zweifeln am Papst, nach seiner Verneigung vor den Piusbrüdern, da hat sich aber die gesamte Barmherzigkeit von christlich fundamentalen Gutmenschen offenbart. Wer so das Ansehen unseres bayerischen Papstes beschmutzt, wird sich am Ende seines Weges entscheiden müssen, gehe ich jetzt ins Helle oder ins Dunkel oder ins Licht. Ich hoffe, für Sie bleibt nur das Dunkel. Da habe ich gesagt, okay, Priol, komm, lass es. Sag nichts mehr zum Papst. Ich war fest entschlossen, aber dann fliegt er nach Afrika und sagt wieder was.
Das Verteilen von Kondomen lindert das Problem doch nicht. Es vergrößert es nur. Also ja, wahrscheinlich, weil sie da unten die Dinger aus Verzweiflung essen. Na, ich weiß es nicht. Hat man in Afrika eigentlich vom 16. irgendwas zum Thema Hunger gehört? Ja, doch, immerhin. Er hat gepredigt, nicht dem Irrglauben des Materialismus zu verfallen. In Kamerun und Angola? Was für eine Zielgruppe, habe ich mir... Aber gut, Hunger-Aids, da geht's wieder mal um den Schutz des geborenen Lebens. Und das war ja noch nie so die Angelegenheit von wahren Hardcore-Katholen. Und wie die wieder alles auch durcheinander bringen, ganz vorneweg wieder mal der Augsburger Bischof, der mal der Wichser, Walter Mixer. Der Holocaust mit seinen 6 Millionen Toten war schrecklich, ja. Aber wir haben diese Zahl mit Abtreibungen schon überschritten. Diese Menschen fehlen uns. Sag ich gut, das kommt halt dabei raus, ne? Wenn ältere Männer, die schon schwer nach Mottenkugeln riechen, zu lange ohne Frau auskommen müssen. Da fehlt das Gesunde. Da fehlt das gesunde Regulativ. Aber es war ja, die Pressestelle hat ja nicht nur wegen Papst, es gab ja noch viel weltbewegendere Dinge. Die Schäffler-Krise. Oh, unsere leise Kritik an Maria Elisabeth, das kam gar nicht, wo doch die Belegschaft so voll hinter ihr steht. War tolle Demonstration, oder? Wie die alle da, wie sie so rührend ins Taschentuch gehen, in billigen Anorexien von NKD. Ne, wahrscheinlich groß Übergröße, damit der Pelzmantel drunter passt. Nein, da haben wir wirklich... Und weil wir gemeint haben, wenn sie sich mit Conti ein bisschen verhoben hat, ob sie nicht vielleicht erst mal ein paar von ihren Privatmilliarden, bevor sie nach dem Staat schreit, nein, das schürt nur unnötige Neiddebatten und geht völlig am Kern der Sache vorbei, wie uns eine ergreifende Mail eines Betriebsangehörigen drastisch vor Augen geführt hat. Frau Schäffler hat auch sehr viel persönliches und finanzielles Engagement für den Golfclub Herzogenaurach geleistet. Und spielt auch selber Golf, allerdings nicht mit vergoldeten Schlägern, sondern mit einer 20 Jahre alten Golfausrüstung. Das ist ihr nach eigener Aussage nicht so wichtig und zeigt ihr wahres Gesicht besser als der Pelzmantel, der durch die Presse geisterte. Oh mein Gott! Entschuldigung, es tut mir leid. Wie konnten wir sowas nur... Entschuldigung, es tut mir leid, dass wir da eine Frau, die sich mit einem jahrzehntealten Golfschläger über das Green der Fairways schleppt, wie konnten wir nur von einer Mutter Teresa, der Wälzlagerhersteller, stets bemüht, den Golfclub von Herzogenaurach einem menschenwürdigen Dasein zuzuführen. Entschuldigung! Ein Glück, dass wir nichts zu Erika Steinbach gesagt hatten, die ja auch seit Geburt bemüht ist, sich mit den polnischen Menschen auszusöhnen, weshalb sie ja im Bundestag als eine der wenigen gegen die Anerkennung der Oder-Neiße-Grenze gestimmt hat. Nein, kein Wort zu dieser vertriebenen Wachtel, die ja auch so mannhaft von der Kanzlerin verteidigt wurde. Der Verzicht von Erika Steinbach auf den Sitz im Stiftungsrat ist eine große Geste. Ja, habe ich gesagt, Mädchen, da hast du irgendwie nie so genau zugehört, was deine Parteifreundin gesagt hat. Er hat gesagt, ich behalte mir das Recht vor, den freien Stuhl jederzeit zu besetzen. Das ist ein schönes Damoklesschwert. Auch der Sprecher der Sudeldiedeldeutschen, Bernd Posselt, hat gesagt, wir werden im Herbst den Posten mit Erika Steinbach besetzen. Das ist unser Recht. Bernd Posselt, da werden die östlichen Nachbarn... Da werden die östlichen Nachbarn sagen, dieses Antlitz schafft Vertrauen. Ein Glück, sag ich, ein Glück. Ein Glück, dass wir zu dem Thema nichts gesagt haben, die Vertreibung auf dem nächsten Tag der Heimat wäre uns sicher gewesen. Ja, aber ich bin nicht abgeschwiffen. Mensch, ich war doch noch beim Papst und der Wiederwutmachung. Wieder. Gutmachung. Ja, die ist aber auch dringend nötig, die Wiedergutmachung. Das sage ich noch mal. Gerade Papst. Naja, man muss schon sagen, er hat es aber auch wirklich nicht leicht gehabt. Das hat ja der Vatikan-Korrespondent der Bild-Zeitung, Andreas Englisch, hat es schön auf den Punkt gebracht. Was? Wie verletzt sich der Papst gefühlt hat. Doch. Wie einsam, wie unverstanden. Und keiner hat's gemerkt.
Dann können wir froh sein, dass er keinen Vater mehr hat, der Mitglied im Schützenverein ist, was? Ein kleiner Scherz. Ja, nicht so gut. Ein Glück, dass der Koch in Mailand ist. Ja, ja, kleiner Scherz. Also, Landsleute, bei allem Respekt, aber es müssen auch eins bedenken, als Berufssoldat hat man natürlich punkto dieser Amoklaufgeschichten und so eine sehr professionelle Sicht. Nicht? Und da kann ich Ihnen nur eins dazu sagen. Zunehmende Bewaffnung ist nicht auf pubertierende Schüler beschränkt. Nicht? Wir haben ja eine Privatisierung der Gewalt auf breitester Front. Weltweit. Nicht? Das Gewaltmonopol des Staates, das bröselt doch an allen Ecken. Es gibt in Deutschland mittlerweile Ortschaften, da geht die Staatsgewalt nur noch auf die Straße, wenn die Neonazis Feierabend haben. Nicht? Das ist ja alles schon Realität. Wir haben in Italien oder in Mexiko, da probt das organisierte Verbrechen die Übernahme kompletter Provinzen. Nicht? Und dann noch die privaten Militärfirmen. Kriegt ja hier gar keiner mit. Private Militärfirmen sind die letzte große Wachstumsbranche, die wir in dieser Krise überhaupt haben. Nicht? Zweistellige Milliardenumsätze, volle Auftragsbücher. Nicht? Allein im Irak stehen Private Security Leute in der Größenordnung von 200.000 Mann, Kopfstärke. Nicht? Und die müssen auch bleiben, sonst kommen die Amerikaner ja lebend gar nicht raus aus dem Irak. Nicht? Nicht? Nur mal nebenbei. Nicht? Und alle sind 1A bewaffnet, was ja, sagen wir mal so, für uns andererseits auch wieder was Positives hat. Nicht? Wir haben ja schließlich beim Waffenexport auch immerhin Platz 3 in der Rangliste, nicht? In der Weltrangliste und von daher. Also wie gesagt, diese privaten Firmen sollte man im Auge behalten. Ich denke, das ist die Zukunft, nicht? Muss man sagen. Ich gebe Ihnen mal ein Beispiel. Bei der kroatischen Großoffensive gegen die Serben war Frühjahr 95. Da hat eine Privatfirma den Angriff geführt. Nicht? Geplant, kommandiert und geführt. War die Firma Military Professional Resources Incorporated. Virginia, Amerika, war eine große Nummer damals, großer Erfolg. Gehen übrigens jetzt auch an die Börse. Nicht? Nachvollziehbar. Ja, also übrigens, weil wir gerade auf dem Balkan sind, nicht? Wir haben ja heute noch ein historisches Datum. Heute vor 10 Jahren fiel der Startschuss zum Kosovo-Krieg. Das sollte man eigentlich auch mal feiern in Deutschland, nicht? Das ist ein ich bitte Sie, das ist ein Wendepunkt deutscher Nachkriegsgeschichte. Die Rückkehr Deutschlands in die Gemeinschaft, Krieg führender Völker. Und das mit ehrenwertem Motiv. Nicht? Militante Humanität als tätige Reue. Seitdem können wir uns wieder überall blicken lassen. Nicht wahr? Und das muss auch manche mögen sich hören. Das ist ein Erfolg von Rot-Grün. Das hört man ja nicht gerne. Muss man aber mal sagen, nicht wahr? Ohne das Gespann Schröder-Fischer wäre das nicht möglich gewesen. Hätten wir damals ein Führungsduo gehabt, Stoiber-Schönbohm, nicht? Wenn die den Marschbefehl für die Bundeswehr gegeben hätten, da wäre die im Häuserkampf an der Heimatfront hängen geblieben, nicht wahr? Ja, ja. Kleiner Scherz. Aber lassen Sie mich ganz kurz. Aber ich will. Ganz Leute, noch einen kurzen Gedanken an diese Diskussion von wegen Waffenbesitz und so. Wenn jemand ein diffuses Bedrohungsgefühl in unserem Land hat und der bekämpft das mit der Pistole auf dem Nachtkästchen, das ist natürlich objektiv Unfug und Blödsinn. Aber auf der anderen Seite muss man auch mal sagen, wer jemals als Mann eine schussbereite, durchgeladene Pistole in der Hand gehabt hat, nicht, das ist was Besonderes. Nicht, das können ja viele gar nicht nachvollziehen, probieren Sie es mal aus. Na, ich bitte Sie, das geht durch den ganzen Körper, sowas stimuliert. Und da kann von mir aus Alice Schwarzer noch 100-mal Interviews geben und erzählen von Ejakulationsfantasien und Penisverlängerungstheorie, ist mir egal. Verstehen Sie? Die Hand- und Faustfeuerwaffe ist die Königin der Distanzwaffen. Und Heckler und Koch ist der Rolls-Royce oder den Handfeuerwaffen. Das ist eine deutsche Erfindung. Da können wir auch mal dazu stehen, kann man auch mal stolz dazu sein. Die Distanzwaffe ist nichts Schlimmes. Ihr verdanken wir Männer letztlich den Sieg im Kampf gegen die Natur. Wäre ohne die Distanzwaffe überhaupt nicht möglich gewesen. Muss man auch mal stehen lassen können, sowas. Nicht wahr? Übrigens, weil wir gerade bei Penisverlängerungen sind. Wussten Sie das? Ja, nur mal als Beispiel. Die Landsknechte im Mittelalter trugen einen Holzpenis im Tornister während des Kampfes. Wissen Sie warum? Das galt als Symbol immerwährender Potenz und Stärke. Ist interessant, nicht? Könnte man natürlich jetzt einen psychoanalytischen Bogen schlagen vom Holzpenis des Landsknechts über den Joystick des Spielers an der Konsole bis hin zum, was weiß ich, zum Laserschwert von Luke Skywalker, nicht? Dann Darth Vader müsste man dann tendenziell Ödipal deuten, nicht? Und Alice Schwarzer, oh mein Gott, Alice Schwarzer, die wäre dann irgendwo zwischen Prinzessin Leia und Jabba the Hutt wahrscheinlich. Keine Ahnung, weiß nicht. Keine Ahnung.
Michael Berge. Luke, ich bin dein Vater. Hä? Nee, nicht Luke, Mama Marwurf, ja? Oh, ein Froschen. Mein junger Freund. Also wenn schon, dann heißt das Frosch und nicht Froschen. Ja, ja, Froschen, ja. Ich denke, es ist an der Zeit für eine kurze sprecherzieherische Exkursion. Sprich mir bitte nach. Ptk. Hä? Ptk. Ptke. Oder vielleicht das hier. Sosi Sau. Nee. Sprich mir einfach nach, Sosi Sau. Sosi. Froschen. Okay, vielleicht ein letzter Versuch. Der kleine plappernde Kaplan klebt poppige, peppige Pappplakate an die klappernde Kapellwand. Hä? Der kleine plappernde Kaplan klebt poppige, peppige Pappplakate an die klappernde Kapellwand. Moment, Der kleine bickelige Pickel. Moment, der kleine bickelige Pickel. Geh nicht mal, Manu. Nee, Mann, der kleine bickelige Pickel. Ein Heuwagelchen. Der kleine bickelige Pickel. Manu. Tja, hoffnungslos. Tschüss. Manu. Ja, ist doch gut. Das ist doch okay. Danke. Danke, Herr Marek. Sie können dann auch wieder auf Station. Sind Sie danach? Vielleicht finden Sie einen nicht schlimmer. Das ist doch. Also, ich weiß ja nicht. Ja, doch. Dem Verwaltungsrat wird's gefallen. Ja gut, Kasperle Theater mag er ja, der Verwaltungsrat. Ja, vielleicht ist es das, was Roland Koch unter einer quotenorientierten Nachrichtensendung versteht. Ja, aber da wissen wir, wer dann moderieren müsste? Der Dings da, der, na, wie heißt er denn? Der nach dieser halbvergorenen Rebsorte benannt ist, die morgens immer noch den Schädel spaltet. Ach ja, Kerner. Genau, Kerner, ja. Nee, genau, der kommt doch nach uns. Nee, der kommt doch, der ist doch, sagen Sie, der ist doch... Der ist doch nach uns dran, nicht? Ja. Sollen wir ihn nicht ein bisschen ärgern, ein bisschen überziehen, ein paar Minuten? Nein, wir überziehen hier gar nichts. Es gibt wieder Ärger mit dem Vatikan. Und außerdem, es bringt ja auch nichts, weil der Kerner ist nach uns gar nicht dran. Nur mal so am Rande. Der ist nicht dran? Oh, darf er nicht mehr? Weil er als unabhängiger Journalist für die Bild-Zeitung Werbung macht? Vielleicht deswegen, was? Nein. Als gut abgehangener Journalist wird er schon den Interview-Knüller für die Anstalt vorbereiten. Ein Kerner-Spezial, Schussfahrt mit Dieter Althaus. Ah, Althaus, den kenne ich jetzt. Das ist der sich für den Ministerpräsidenten von Thüringen hält. Nicht? Der ist das, ja. Das ist dieses medizinische Wunder, nicht? Eben noch prozessunfähig, paar Stunden später, topfit für den Wahlkampf. Nicht? Richtig, ja. Zu schwach für jede Stellungnahme, ja. Aber für einen rührseligen Dreiteiler in der Bild-Zeitung hat's gelangt. Ja, aber haben Sie diese Freude gesehen bei diesem Nominierungsparteitag? Ja, dieser Jubel. Ja, so unklar. Und dann das Raunen bei den Delegierten, als sich rumgesprochen hat. Oh, seht nur eine Handybotschaft. Seht nur, Dieter hat uns eine SMS geschenkt. Ja, da haben sie auf den Hinterbänken schon geschunkelt und getanzt. Und dann lebt denn der alte Holzmichel noch? Ja, lebt noch. Naja, das kennt man doch vom Après-Ski. Herr Priol, bitte. Erklären Sie mir lieber mal, wozu diese gigantische Selbstinszenierungsorgie überhaupt was bringen soll. Also bitte, jetzt machen Sie doch mal halblang. Es ist doch wohl nichts dabei, einen Spitzenkandidaten zu küren, ne, der soeben wegen fahrlässiger Tötung verurteilt wurde und von dem keiner so genau weiß, in welchem Zustand er sich eigentlich befindet. Da ist doch nicht, außerdem, es bringt 2-3 Mitleidsprozente und darum geht's. Den ganzen Zinnober für 2-3% in Thüringen. Thüringen, es geht doch um das große Ganze. Althaus ist der wichtigste Pfeiler der Kanzlerin im Osten. Wenn der wegbricht, geht's ihr wie dem Kölner Stadtarchiv.
Aber ein Amt wird Althaus auf jeden Fall bleiben. Habe ich letzte Woche gelesen in der Zeitung Freies Wort. Dieter Althaus bleibt aufgrund seiner Leistungen Kurator für Sicherheit im Skisport. Oh. Den hätte ich mir jetzt nicht erlauben dürfen. Ja, sehen Sie? Die Realität, die darf sowas. War übrigens eigentlich mein Abgangssatz. Oh. Jetzt habe ich nur vergessen, loszugehen. Ja. Jetzt ist ja blöd. Jetzt stehe ich da, keiner klatscht. Althaus ist überhaupt nicht da und alle jubeln. Ja, das ist der neue Trend in der Politik. Lang genug abtauchen, ab und zu was Unverbindliches sagen und dafür beklatscht werden. Nennt man auch Horst-Köhler-Syndrom. Haben Sie es doch wieder geschafft, ihn unterzubringen. Tolle Sache, ja. Sehr gut, sehr gut. Oh. Das gibt's ja gar nicht, das kann man ja gar nicht. Dass so Pförtner sowas schon dürfen, das ist doch echt... Das ist doch unglaublich, dass man für sowas hier schon... Ich glaube das jetzt. Moment mal, langsam. Was ist jetzt mit, wer sind Sie jetzt hier? Christlicher Kontingenzflüchtling aus dem Irak oder was? Nein, ich habe dem Pförtner einfach nur gesagt, ich bin Deutscher. Oh ja, sieht man auf den ersten Blick. Ja, Sie sehen das. Er hat mich direkt hier eingewiesen. Ja, manchmal haben wir auch mal Pförtner-Erfolgserlebnis. So, jetzt gucken wir mal. Also Sie, Herr Chiff, bitte lesen Sie sich mal selber vor. Ich sag hier. Da. Fatih Çivikoğlu. Hey, Sie sprechen ja richtig gut Deutsch. Ja. Dankeschön. Ich wünsche, ich könnte dasselbe von Ihnen behaupten. Ja. Was? So, warum bin ich jetzt eigentlich hier? Ja, was weiß ich, vielleicht wegen Ihres schmucken Beinkleids? Ja. Ach, das ist nur ein Kommunikationsangebot für Leute, die sich für Äußerlichkeiten interessieren, so. Ja, und erwarten Sie jetzt eine Diagnose von mir? Wenn Sie dazu imstande wären, super, ja. Ja. Kassenpatient? Ja, selbstverständlich. Pech. Beratung nur noch gegen Vorkasse. Ach so, ich habe jetzt gar kein Bargeld bei. Das habe ich mir schon gedacht. Sehen Sie, ist es nicht umsonst rät die Kassenärztliche Vereinigung zur verstärkten Eigendiagnose. Hilfe zur Selbsthilfe, bitte. Na super, stehst du hier. Das Geld fehlt an allen Ecken und Enden. Nicht nur mir, allen fehlt das Geld. Krise schüttelt das ganze Land, überall die Nachrichten reißen nicht ab und überall gehe ich ganz groß drüber, der deutsche Mittelstand bricht weg. Kannst du überall nachlesen. Hast du gelesen? Bricht weg. Gestern das ganze Land aufgebaut, heute schon weggebrochen. Ja, schneller weggebrochen als Sylt. Oder der Oberschenkelhals von Jopi Hestes beim Köln-Marathon. Ja, der bricht dir. Mit ein bisschen Pech wird der gegelte Jungjuppi mit Bluetooth am Ohr im offenen Porsche Cabrio bald Geschichte sein. Der wird verschwinden. Der Urfranjo. Der Alpha-Pot, ja klar. Glaubst du, dem geht's gut? Der wehrt sich mit Händen und Füßen gegen die finanzielle Kernschmelze, fährt mit dicken Autos durch die Gegend und die ganze Nation weiß, sein Konto hat Lochfraß. Ja klar, wenn der die Kreditkarte zieht, dann wächst beim Scanner ganz automatisch der Schlitz zu. Ja natürlich, ja klar. Will sagen, wir stehen am Scheideweg. In der Zukunft gibt es nur noch zwei Gesellschaftsgruppen, die da oben und die da unten. Also uns und die anderen. Gut, wer jetzt wer ist, überlasse ich dir, keine Ahnung. Das ist, in der Zukunft gibt es auch nur noch zwei Bundesländer, Aldi Nord und Aldi Süd. Ja, und dieser Übergang wird markiert von einer neuen Gruppe, das sind die Abschmelzer. Schon mal gehört? Abschmelzer? Definition, das sind Menschen aus besseren Verhältnissen, die nach und nach ihr Hab und Gut aufbrauchen müssen, um sich auf einen niedrigen Lebensstandard einzustellen. Abschmelzer, es geht mehr raus, als reinkommt. Ich kenne das von meiner kleinen Tochter. Wenn ich sehe, was für Bonsai-Rationen die isst, kann ich gar nicht glauben, was für Riesenfladen die in die Windel drückt. Abschmelzer, ja klar. Und charakteristisch für den Abschmelzer ist, er kann mit diesem sozialen Statusverlust nicht umgehen. Nein, der wird die Wahrheit schon mal verzerrt, der wird schon mal geblendet, bis es nicht mehr weitergeht. Ja klar, ne, das sind so Jungs, die gestern mit dicken Autos durch die Gegend gefahren sind und tauchen jetzt im Smart auf. Und denkst so, hey, Hammer? Hammer ist bekannt, oder? Dass dieses Auto, das ist so groß, dass zwischen Fahrer und Beifahrersitz zwei Zeitzonen liegen. Ja? So, und dann siehst du ihn und sagst, ey, was ist los? Ist Smart? Was ist mit dir passiert? Fatih, kannst du nicht machen. Ökologisches Gewissen, Polarkappen schmelzen, Klimawandel. Mhm. Klimawandel. Hat in der Garage noch einen Porsche Turbo und einen Q7, stehst du? War die ganzen letzten 5 Jahre ganz allein dafür verantwortlich, dass im Februar mal 25 Grad waren. Und entdeckt jetzt den Klimawandel und sein ökologisches Gewissen. Die Abschmelzer haben auch früher richtig dicke Feten gemacht. Die haben richtig gefeiert. Da ging richtig was ab. Da kam der Schmierwurstpapst der Rügenwälder auf seiner Windmühle höchstpersönlich eingeflogen. Da haben die Frikadellen am Buffet wurden von brasilianischen Jungfrauen zwischen ihren Brüsten handgeknetet. Da ging richtig was ab. Und heute? Bockwurst aus der Dose, Bier aus dem Becher und Kartoffelsalat aus dem Eimer. Du guckst da hin und sagst mal so ganz freundlich immer, was ist denn los? Motto-Party. Aha. Wie heißt denn das Motto? Slumdog Millionär oder was?
Ja? Ich meine, Freunde, wir erzählen doch im Prinzip die Geschichte von dem Mann, der von dem Hochhaus springt und auf dem Weg nach unten sagt, bis hierhin ist alles gut gegangen. Bis hierhin ist alles gut gegangen. Es ist doch überhaupt kein Problem, seinen sozialen Status zu ändern oder ändern zu müssen. Aber lass uns dabei doch einfach ehrlich sein. Was soll denn dieser Franjo-Komplex? Du kannst doch zu deinem Kontostand stehen. Hochmut kommt vor dem Kontoauszug. So sieht's aus. Natürlich. Die Wahrheit ist doch, Freunde, erst wenn der letzte Porsche Cayenne vertickt, der letzte Prada-Gürtel versetzt, das letzte Haus auf Sylt verscherbelt ist, wirst du merken, dass man für geteerte Straßen keinen Geländewagen braucht. Ja, oder? Ja, oder nicht? Ich sag dir nur mal so. Ich sag, ist nur mal so ein Angebot. Ist nur so eine Idee. Ich hab auch manchmal das Gefühl, die deutsche Gesellschaft denkt sich auch, eher schaffen den Mittelstand ab, bevor wir zusehen, wie es dem Türken hier gut geht. So viel Mittel können Sie gar nicht haben, um hier rein zu dürfen. Da. Oh, ich muss jetzt mal... Ich muss jetzt, geht ja ziemlich rapide aus, ich muss jetzt noch zu einem ganz düsteren Kapitel kommen, der Kanzlerin. Oder sie fängt langsam an und tut einem ein bisschen leid. Oder wie ihr die große Koalition unter den Händen wegbröckelt, da verlockt ja wieder Guido Westerwelle und tönt, weil er fordert das, was er immer fordert, Neuwahlen. Das ist sein politisches Programm, mehr hat er nicht. Der springt morgens um 2:30 aus dem Bett, Neuwahlen. Dann kommt sein Freund, sein Liebes, was möchtest du zum Frühstück? Neuwahlen. Aber so weit kommt's nicht. Nein, die große Koalition hält durch. Wir sind ja nicht in Tschechien. Hat übrigens auch Peter Ramsauer nochmals bestätigt. Dass die große Koalition nichts mehr reißen würde, kann allein deshalb nicht stimmen, weil wir heute so viele Tagesordnungspunkte uns vorgegeben haben, wie eigentlich noch nie in der Geschichte dieser Koalitionsrunden. Ja, diese Entschlossenheit vor der Sitzung, oder? Dann muss er aber irgendwie ein paar Anrufe von Seehofer bekommen haben, dann war der gute Wille schnell vom Tisch. Das Ende der großen Koalition wirft seine Schatten voraus. Wir haben uns wirklich nur auf das Allernötigste geeinigt. Ja, und das ist nicht viel, wie wir alle wissen. Und mittendrin im Beschuss die Kanzlerin. Am meisten ärgert sie ja der Beschuss aus den eigenen Reihen des Friendly Fire. Es ist aber auch wirklich, die Union fetzt sich mittlerweile. Die Sozialdemokraten stehen fassungslos daneben und sagen, in dieser Perfektion hätten wir das nie hinbekommen. Ist doch ein Wahnsinn. Ist doch ein Wahnsinn. Wenn jemand von einem Sprungbrett runterspringt, ist es doch scheißegal, ob der schwimmt oder nicht schwimmt. Wenn kein Wasser im Pool drin ist, bleibt es doch Wahnsinn. Ja, jetzt hab ich's. Ja, jetzt bin ich raus. Wo war ich denn jetzt? Sie waren bei Bibi Bibi Bip. Wo? Sie waren bei Bibi 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 Bip. Ach, bei der Kanzlerin, ja. Danke. Ja, also sie ist wirklich, sie hat, man muss es ihr lassen, sie hat es einfach nicht leicht, außenpolitisch schon fast in der Versenkung verschwunden, seit Obama alles erhält. Da ist ja, da guckt ihr giftig immer über den Teich rüber und sagt, der soll erst mal zeigen, was er alles drauf hat. Aber ich sage, Mädchen, langsam, in einer Woche schon mehr als du in 3 Jahren. Na, und kaum versucht sie sich einigermaßen behutsam zu positionieren, wasch! Rauscht Sarkozy schon wie ein TGV an ihr vorbei, während sie als Dresine verloren am Gleisbett steht. Na gut. Genau. Gut. Und währenddessen nicht läuft sich schon der Nachfolger im Bundeskanzleramt warm. Was? Wer? Na wer, das fragen Sie noch? Wer wohl? Der christsozial-aristokratisch-großbürgerliche Gegenentwurf zu unserem Welfengockel Gerd, ich will hier rein, Schröder. Nein, doch. Ein zu Guttenberg rüttelt nicht am Zaun. Er durchmisst behenden Schrittes das geöffnete Portal. Das stimmt natürlich. Das ist richtig. Er ist ein, das muss man sagen, er ist ein, er muss man, hören Sie, Sie müssen neidlos anerkennen, er ist ein exzellenter Darsteller von Führungsfiguren. Von und zu Führungsfiguren, wenn schon. Er hat sich auch bei uns schon beworben für Ich kann Kanzler. Ja, er hat sehr gute Chancen.
nicht? Übrigens, allein was er schon durch seine Sprache für frischen Wind ins Wirtschaftsministerium gebracht hat. Allein die Sprache. Ja, ja, die Fenster geöffnet, diesen Mief. Ja. Also der, und Michel Gloß hat noch vor sich hin gedümpelt, hatte Michel Gloß, wie der sich in der Opel-Krise noch gewunden hat. Ja, ich habe was für Sie. Ich will Ihnen eine kleine Freude machen. Hier, hören Sie auf. Machen Sie sich und uns noch mal die kleine Freude. Machen Sie uns den Gloß. Wie hat es damals gesagt? Ein Text von Opel. Wir werden überprüfen, wir werden bewerten, und auf der Grundlage dieser Bewertung wird sich das Ob und Wie einer weiteren Entscheidung der Bundesregierung dann entsprechend darstellen. Das ist doch toll, oder? Super! Ja, das ist gut. Er fehlt einem fast ein bisschen. Ja, es ist wirklich. Das ist gut. Er fehlt einem. Das ist der Unterschied. Nicht hier, der tumbe Müllermeister in der schillernden Welt der Hochfinanz, nicht? Und jetzt Gutenberg. Nein, den kann ich noch nicht. Ja, macht nichts. Ich habe ihn auch im Original für Sie. Wir werden überprüfen, wir werden bewerten und auf der Grundlage dieser Bewertung wird sich das Ob und Wie einer weiteren Entscheidung der Bundesregierung dann entsprechend darstellen. So, das haben wir jetzt. Das ist gemein. Nein, das ist nicht gemein. Das ist überhaupt nicht gemein. Er hat genauso wenig zu sagen, aber er macht es äußerst elegant. Ja, das ist Schweigen der Schlemmer. Wissen Sie, was das ist? Das ist alte Aristokratenklasse und Tradition, schreibt die Süddeutsche. Sein Schein erweckt in uns den Eindruck, dass es wichtig ist für unser Sein. Alte Aristokraten. Naja, so im Grunde genommen ist ja wurscht, welcher Wirtschaftsminister gerade in der Gegend rumsteht, um Befehle von Hund und Katz Co. entgegenzunehmen, oder? Nein, nicht für der Urnenpöbel wird mit Hilfe von Bild, Burda und Fokus mit glänzenden Augen den Eindruck bringen, da ist einer gekommen, der kann sogar die Zeit anhalten. Ja. Nein, kann er nicht. Nicht? Gucken Sie mal auf die Uhr. Mein Gott, 10:55. Das war Neues aus der Anstalt, meine Damen und Herren. Heute mit unseren Aristokats Gerhard Volk, René Marek und Fatih Cevi Kollo. Die Anstalt hat für Sie wieder winterlich geöffnet am 28. April. Wie immer live, direkt nach dem Heute-Journal. Und jetzt bleiben Sie dran. Es kommt nur ein kernerfreies Stückchen.